Wir haben jetzt Katharina Gerdes dabei. Sie ist Softwareentwicklerin bei uns und wird das Produkt Digitransit vorstellen. Und da geht es um eine anbieterunabhängige intermodale Routenplanung. Vielleicht kurz für die Zuschauer schon vorab. Intermodal heißt, ich bewege mich nicht nur mit einem Verkehrsmittel fort, sondern ich wechsle während meines Weges das Verkehrsmittel. So wie ich jetzt beispielsweise heute Morgen. Ich bin erst mit dem Rad zum Zug gefahren, dann mit dem Zug hier nach Flintbek und habe dann mein Rad wieder ausgeklappt. Entschuldigung, gefaltet ist in Brompton und bin dann hier ins Studio gefahren. Also das heißt intermodal. Aber jetzt übergebe ich direkt an Katharina. Super, danke Miriam. Genau, ich würde Sie einmal mitnehmen wollen in einen generellen Einstieg in die Herausforderungen und die Visionen im Umfeld von Digitransit, bevor wir dann anschließend einen Blick auf den Prototypen werfen und uns an ausgewählten Beispielen einmal anschauen, wie wir das verdeutlichen können. Und zum Abschluss geben wir Ihnen dann noch einen kleinen Ausblick auf die nächsten Schritte im Projekt. Genau. Ich hoffe, dass wir auf der Folie mit den Herausforderungen sind. Du kannst direkt weiter. Ich glaube, dann nehme ich Sie dann einmal nochmal mit. Ich glaube, dass wir das alle kennen. Wenn wir von A nach B kommen wollen oder müssen, dann ist das erstmal eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Und vielleicht wollen wir dabei auch noch verschiedene Mobilitätsformen kombinieren, so wie Miriam das einleitend schon mal erwähnt hat. Und zum jetzigen Zeitpunkt gibt es im norddeutschen Raum eben keine offene Plattform, die uns dies ermöglichen würde. Digitransit könnte diese Lücke aber schließen, beziehungsweise tut es das an anderer Stelle auch schon. Nochmal kurz zurück, was ist Digitransit? Eine Open-Source-Plattform zur Routenplanung, welche in Finnland durch die HSL Developer Community der Helsinki Regional Transport Authority entwickelt wurde und für das Routing den Open Trip Planner verwendet, welcher ebenfalls Open-Source ist. Und dann würde ich noch einmal darauf eingehen, was der Aufruf an Entwickler auf der Internetseite von Digitransit ganz gut zusammenfasst. Er sagt nämlich, join us in developing the next generation journey planner, so roll up your sleeves and download Digitransit. Und das haben wir auch getan, nicht nur wir, andere Entwickler haben das auch gemacht. Das heißt, wir beschäftigen uns zurzeit aktiv mit Digitransit und vernetzen uns. Genau, das ist auch dann direkt die Überleitung zur Vision. Wir wollen einen anbieterunabhängigen intermodalen Routenplaner und den Ganzen dann eben auch bereitstellen können. Und da dies an dieser Stelle vielleicht noch so ein bisschen abstrakt ist, würde ich Sie gerne mitnehmen mit meiner Kollegin Frau Schaffner, Miriam, gemeinsam. Und wir wollen dann einmal anhand einiger konkreter Beispiele auf den Prototypen schauen. Mhm. So, du führst mich am besten einmal durch. Ich sehe nur gerade, die Links haben sich in der im falschen Browser geöffnet, aber das ist gar kein Problem, weil ich es einmal direkt übertrage, da kann man schon direkt sehen, wir sind live. Wir schauen hoffentlich direkt live auf den Prototypen. Ja, da ist der erste Link. Ich muss gleich ein bisschen hin und her kopieren, Katharina. Du führst mich einfach durch. Das mache ich, genau. Wir haben hier einmal uns eine imaginäre Kollegin gedacht, die in Wedel wohnt und zum Dataport-Standort in die Bildstraße möchte. Diese Einstiegsansicht zeigt jetzt erstmal ein reines Routing über die öffentlichen Verkehrsmittel, was auch an anderer Stelle genau viele so kennen werden. Wenn sich die Kollegin jetzt aber überlegen würde, sie ist auch bereit oder möchte auch gerne ein Sharing-Angebot dazu wählen, dann können wir uns das auch dazu anzeigen lassen. Genau, genau, einmal unten das Fahrrad. Auf der das Fahrrad, ne? Genau. Entschuldigung. Jetzt haben wir direkt schon mal eine Ansicht, wo wir direkt mit dem Fahrrad, das wäre natürlich sehr sportlich. Genau, hier nehmen wir dann an der Stelle die Sharing-Anbieter dazu und haben hier dann den Vorschlag, zuerst mit dem Bus, dann mit der S-Bahn und das letzte Stückchen mit dem Fahrrad zu fahren. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass die Kollegin nicht in Wedel wohnt, wo sie es ja doch sehr nah zum nächsten Bus hat, sondern weiter außerhalb, beziehungsweise es mag auch andere Gründe geben, warum man nach der Arbeit dann doch das Auto nochmal benötigt. Also kann ich auch das Auto dazu schalten und genau, und habe dann hier einmal die Möglichkeit aufgezeigt bekommen, zum nächsten Park-and-Ride-Parkplatz zu fahren, dort in die S-Bahn zu steigen und wieder den Anschluss dann mit dem Fahrrad zu nehmen. Wir haben ja eben schon einmal ein schönes Beispiel gehört dazu, wie das Ganze mit Sensoren noch ergänzt werden könnte. In der Hinsicht, dass es natürlich auch interessant wäre zu wissen, wie voll ist denn der Parkplatz? Werde ich da jetzt hingeroutet und kann dann am Ende den eventuell gar nicht mehr nutzen, weil er voll ist? Und dann wollen wir auch mal direkt einmal nach Kiel springen.
Ja. Beziehungsweise in die Nähe des Startup-Standortes Friedrichsort. Ich bin gerade dabei zu übertragen. So, da sind wir. Wir sind in Kiel. Sag mir, was ich machen soll. Genau. Wir wollen einmal nach Friedrichsort, ein bisschen weiter nördlich. Ja. Na, auch keine Expertin, kommt auch eher aus Hamburg, aber genau. Genau. Einmal den Datapod-Standort, den wir in Friedrichsort haben. So. Können wir ein bisschen ranzoomen. Und da haben wir ein bisschen mit Demodaten gespielt. Das heißt, wir haben... Ja, wenn du noch einen Tick näher gehst, ich halte den Datapod-Standort. Da ist er. Und ein bisschen weiter oben, genau, da ist er eingeblendet. Ein bisschen weiter oben haben wir zwei Parkplätze mit Demodaten so bestückt, dass wir für diese, momentan wie gesagt noch keine Live-Daten bekommen, aber einmal demonstrieren können, wie das Ganze aussehen könnte. Mit ähnlichen Informationen, wie Katharina das eben ja auch schon vorgestellt hat. Okay, also ich sehe, im Prinzip muss ich mich beeilen, wenn ich jetzt noch hin möchte, sind nur noch 5 Stellplätze zur Verfügung. Wenn ich denn tatsächlich Auto fahren möchte. Richtig, genau. Und wir würden auch da direkt nochmal an ein Beispiel gehen. Das heißt, wir haben eine Kollegin, wieder in dem Fall, die in Schwedeneck wohnt. Wie gesagt, ich komme nicht aus der Ecke, verzeihen Sie mir, wenn ich da etwas falsch ausspreche, die sich mit ihrer Kollegin an einem Badegewässer, was wir eben auch schon die Welle angedeutet, in dem ersten Bild gesehen haben, nach der Arbeit treffen möchte. Wieder initial ein reines Routing über den öffentlichen Nahverkehr. Jetzt können wir aber direkt auch mal ausprobieren, wie es denn ausschaut, wenn sie sich entscheiden würde, mit dem Auto zu dem Badegewässer zu fahren. Genau, und hier ist dann eben das Routing integriert, wo wir sagen können, wir fahren zum Parkplatz, eben nicht direkt, das wird auch angeboten, aber wir fahren zum Parkplatz und gehen die letzten Meter zu Fuß. Und würde dieser Parkplatz jetzt mit Sensoren bestückt sein, wie es zum Beispiel in Scharbeutz ja auch schon der Fall ist, dann würde das Routing berücksichtigen, wenn dieser Parkplatz einfach schon an seiner Kapazitätsgrenze ist. Genau, jetzt können wir uns aber natürlich auch überlegen, das Auto wie sie doch lieber stehen lassen. Und wir haben, das war vielleicht vorhin ein bisschen schneller, aber wir haben auf dem Dataport-Gelände uns gedacht, ja, vielleicht kommt Dataport auch nochmal dazu und beziehungsweise ist auf dem Weg dahin, einen eigenen Fahrradverleih an der Stelle anzubieten. Und den könnte sie dann eben auch nutzen. Genau, wenn du genau unten einmal das Fahrrad anklickst und oben nochmal wieder auf den Bus gehst. Mhm. Dann haben wir nämlich genau das, was wir bei unserem ersten Beispiel schon hatten. Hier ist eine Besonderheit, dieses Fahrrad bzw. dieses Leihsystem besitzt nur eine Station. Also das heißt, Miriam, wenn du es einmal aufklicken würdest, bekommt man als Anwender dann auch an der Stelle den Hinweis, dass man das Fahrrad zwar nutzen kann, aber nicht am Zielort direkt abgeben. Das heißt, wenn ich möchte, kann ich es weiterhin leihen, muss dann mit den entsprechenden Kosten rechnen. Ja, und dann würde ich dich einmal noch bitten, auf das Fenster davor zu gehen, weil dann können wir nämlich uns gleich vielleicht auch nochmal angucken, wie die Kollegin, mit der wir uns ja treffen wollen, vom Dataport-Standort zum Badegewässer kommt. Das Badegewässer in dem Fall noch mit statischen Daten bestückt. Genau, könntest du auch einmal kurz aufklicken. Da ist natürlich auch denkbar, was wir im Rahmen eben des Smart City-Vortrags auch schon gehört haben, was da alles an zusätzlichen Informationen noch mit reinfließen kann. Also sowas wie Tide, Ebbe, Flut in Echtzeit wäre natürlich super. Oder auch Wasserqualität. Ja. Also sowas ist alles möglich. Genau, das sind alles denkbare Informationen. Genau. Wir können natürlich auch den Standort direkt auswählen, dass wir sagen, wir wollen hierher. Mhm, das habe ich gerade schon gemacht. Und wir starten. Super, perfekt. Und starten bei Dataport. Okay, Route von hier, sind auch noch Räder da. Standort. Genau. Wunderbar, und ich komme direkt bis an die Ostsee, sehe ich gerade. Perfekt. Ich sehe schon, ich muss öfter mal nach Friedrichsort. Ja, das habe ich auch gedacht beim Test, ich glaube, dass ich das anbiete. Genau. Wo ich das gerade so sehe, Katharina, das heißt, das bietet sich aber nicht nur für Berufstätige und Pendler an, sondern das wäre natürlich für uns als Hamburger Touristen in dem Fall oder Touristinnen perfekt, um zu wissen, wie kommen wir gut an die Ostsee. Also das heißt, für touristische Bedarfe ist sowas wie Digitransit auch super, gerade wenn ich so Informationen noch zusätzlich zu Badestellen bekomme, zur Belegung oder wenn ich mit dem Wohnmobil vielleicht komme. Meinst du, sowas funktioniert auch? Ja, auf jeden Fall. Das ist alles denkbar. Ist natürlich schön, weil, wie gesagt, es ist eine offene Plattform. Wir können die Daten anzeigen, die wir anzeigen wollen. Wir können das Routing darauf ausrichten. Ja. Mhm. Klasse. Das sind die Punkte. Vielen Dank. Schön. Ja, gerne. Da habe ich jetzt abschließend nur noch eine Frage.
Wie geht's denn weiter? Wir sind im Austausch, wie ich auch eingangs schon mal erwähnt habe, mit dem Stadtnavi. Das ist vielleicht dem einen oder anderen auch schon mal untergekommen. Die haben in Herrenberg eine eigene Digitransit-Instanz ins Leben gerufen und sind da weit vorne. Wir sind im Austausch mit Kommunen und verschiedenen Mobilitätsanbietern und genau, würden uns da dann als nächstes auch einen Pilot konzentrieren. Wunderbar. Vielen Dank, Katharina.